Heute wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, wie der Canon Pro 200 mit diversen Hahnemühle Fotopapieren klarkommt. Deshalb habe ich mir hier das Hahnemühle Digital Fine Art Collection Sample Pack geholt. Hier sind 14 verschiedene Fotopapiere von Hahnemühle drinnen. Okay, es sind 12, denn bei 2 gibt es auch die Du-Variante, das heißt beidseitig bedruckt. Aber wir haben hier Photoglossy, Photoluster, Photo Matte Fiber, Photo Canvas, Archival Inkjet Smooth Fine Art, Archival Inkjet Glossy Fine Art, Archival Inkjet Textured Fine Art, Bamboo, Photorec 188 Gramm pro Quadratmeter, Photorec 308 Gramm pro Quadratmeter, Albrecht Dürer und Photorec Pearl. Zungenbrecher. Aber wir werden die heute alle bedrucken, jeweils mit einem Farbfoto und einem Schwarz-Weiß-Foto, denn natürlich gibt es auch hier immer mal wieder Unterschiede, was vielleicht wo besser funktioniert. Ich sag's gleich vorweg, ich selbst habe mit Hahnemühle auch noch relativ wenig gearbeitet. Ich bin selbst sehr gespannt, wie die Ergebnisse sein werden. Ich werde natürlich auch versuchen, mittels dem Video euch ein bisschen die Oberflächen näher zu bringen. Das ist nicht immer ganz einfach mit YouTube, aber wir werden schauen, wie es funktioniert. Starten tun wir jetzt einmal damit, dass wir uns die ICC-Profile für die einzelnen Papiere suchen. Und dann geht's ans Printen. Also, bis gleich beim Drucken. Wir haben uns jetzt zwei Fotos rausgesucht. Eins davon Farbe, eins davon Schwarz-Weiß. Das Farbfoto ist in Kapstadt entstanden, schön beim Tafelberg im Hintergrund. Schwarz-Weiß-Fotos ist aus Edinburgh, wie auch immer man es genau ausspricht, aus Schottland. Auf jeden Fall, Fotos haben wir uns rausgesucht. ICC-Profile haben wir uns auch runtergeladen. Ist grundsätzlich relativ simpel auf der Hahnemühle-Website. Ich blende euch das hier kurz ein. Also einfach Fotopapiere auswählen, Druck auswählen etc. Funktioniert eigentlich mehr oder weniger wie bei jedem Druckpapierhersteller. Nur diese Archival Inkjet-Papiere, also die Budget-Variante der Hahnemühle-Papiere, habe ich jetzt leider keine ICC-Profile gefunden. Habe den Kundensupport von Hahnemühle kontaktiert, bislang leider noch keine Antwort. Deshalb werden wir das einfach so machen. Normalerweise, das wisst ihr, ich sage immer, arbeitet Farbmanagement mit der Software, Photoshop etc. und wirklich immer die korrekten ICC-Profile verwenden für die Fotos, oder ihr habt euch selbst ICC-Profile erstellen lassen, ein anderes Thema, aber grundsätzlich von den Herstellern verwendet die korrekten ICC-Profile. Die Ergebnisse werden es euch danken. Aber wie gesagt, bei diesen drei Papieren habe ich leider das ICC-Profil nicht gefunden. Deshalb werden wir den Drucker das Farbmanagement machen lassen. Am Drucker gebe ich dann quasi nur ein, ist es ein Glossy-Papier, mattes Papier etc. Ist normalerweise nicht meine Arbeitsweise, deshalb bin ich selbst gespannt, wie die Ergebnisse dann werden. Zum Printfile selbst. Es sind immer die gleichen Fotos, aber ich werde mittels Softproofing, je nach ICC-Profil, wenn notwendig, die Files etwas anpassen. Also sind die gleichen Fotos, aber es ist jetzt nicht immer 1:1 exakt das gleiche File. Macht meiner Meinung nach in so einem Test keinen Sinn. Wir wollen ja nicht sehen, ob die Papiere quasi das gleiche File immer gleich drucken, sondern wir wollen sehen, wie funktionieren die einzelnen Papiere, wenn ich sie bestmöglich, in dem Fall nach meinem bestmöglichen Wissen und Gewissen, verwende. Deshalb eben nur sei erwähnt, kann sein, dass die Bilder leichte Kontrastanpassungen erhalten, je nach Fotopapier. Ob es notwendig ist, muss ich selbst erst schauen. Wie gesagt, Hahnemühle-Papiere sind jetzt eigentlich noch nicht so viel in meinem Repertoire gewesen. Deshalb bin ich genauso gespannt wie ihr, hoffentlich. Und jetzt starten wir das Drucken. Also, juhu! Wir haben jetzt einmal grundsätzlich schon fast alle durchgeblendet, aber wie anfangs erwähnt, diese drei Archival Inkjet Papiere haben wir noch. Ich habe eine Antwort bekommen von Hahnemühle, aber es sind aktuell scheinbar für diese Papiere und den Printer noch keine ICC-Profile verfügbar. Ich möchte die trotzdem inkludieren und zusätzlich einfach mal testen, wie ist eigentlich der Vergleich, wenn wir den Drucker das Farbmanagement automatisch machen lassen. Deshalb ist auch jetzt für mich ein bisschen neu dann. Schauen wir einfach mal, wir beginnen mal mit dem Archival Inkjet Glossy Fine Art. So. Und wählen am Display. Glossy heißt Hochglanz. A4. Registrieren. Also, wir haben jetzt am Drucker, dem Drucker gesagt, was es für ein Papier ist. In der Software stelle ich jetzt ein Farbmanagement durch Drucker und schauen wir mal, was der Drucker draus macht. Ich bin gespannt. So, dann, wir haben alles fertig gedruckt. Und nein, ich habe mich nicht mitten im Video umgezogen.
Drucken hat etwas länger gedauert als geplant, deshalb neuer Tag. Aber jetzt vergleichen wir mal in aller Ruhe unsere Prints hier. Was übrigens wirklich praktisch ist, auf der Rückseite dieser Prints steht quasi, welche Papiersorte es ist, was natürlich für einen Vergleich jetzt sehr praktisch ist. Das heißt, ihr müsst es vorher mitnotieren, mitschreiben, das steht drauf. Ich habe jetzt hier mal alle zufällig aufgelegt, also ich weiß jetzt selber nicht mehr, welches Papier welches ist. Und lasse euch einfach mal teilhaben, was sehe ich. Es ist grundsätzlich immer etwas schwierig, Papieroberflächen mit einem Video sozusagen zu vermitteln. Ich habe von den Papiersorten auch Close-Ups versucht zu machen, die werde ich euch dann einspielen. Aber natürlich in erster Linie ist es einfach meine subjektive Meinung. Auf den ersten Blick sieht man auf jeden Fall schon, dass Kontrast und Farbtemperatur vor allem in den Schwarz-Weiß-Fotos durchaus unterschiedlich sind. Also hier zum Beispiel ist definitiv ein kühlerer Ton im Schwarz-Weiß und eigentlich auch sehr gut direkt im Vergleich daneben, oder diese beiden sind wärmere Töne. Ist natürlich letztlich Geschmackssache, aber fällt natürlich auf. Ansonsten bei den Oberflächen sticht natürlich Hochglanzpapier hervor. Also hier zum Beispiel, das sehe ich schon, das ist ein Glossy-Papier. Ja, Fotoglossy, ich hatte recht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise, ich bin wirklich absolut kein Hochglanzfotopapier-Fan, dadurch, dass das immer sehr stark reflektiert und spiegelt. Ich muss aber sagen, die Schärfe und der Kontrast in dem Hochglanzpapier kommt schon wirklich gut. Also man muss natürlich überlegen, wo hänge ich hin, wie es beleuchtet. Wenn ich natürlich diesen Spot-Spiegelung drin sehe, ist es vielleicht unschön. Aber ehrlich, bin sehr überrascht. Ein weiteres sehr spannendes Papier ist das Photo Canvas. Das ist wirklich quasi wie auf Leinen gedruckt. Habe ich noch nicht geprintet mit dem Canon Pro 200, ist aber auch absolut kein Problem. Hat eine Leinenstruktur. Ich persönlich mag strukturierte Fotopapiere sehr, sehr gerne. Natürlich muss man ganz klar sagen, im Vergleich mit anderen Papieren verliert man etwas an, zumindest subjektiv, etwas an Schärfe. Dennoch die Details sind, also generell, die Details, die Schärfe auf diesen Fotopapieren, das haben wir hier, Fotoluster, auf den glänzenden oder seidenglänzenden Luster etc. Papieren ist der Schärfeeindruck etwas besser, auf den strukturierteren, hier zum Beispiel, ich denke, das ist das Albrecht Dürer, jawohl, Albrecht Dürer, eine komplett strukturierte Oberfläche, finde ich sehr, sehr spannend, ist definitiv Geschmackssache. Bei Farbfotos würde ich persönlich wahrscheinlich eher nicht mehr verwenden, da mich hier vor allem im Himmelbereich etc. die starke Papierstruktur stört. Im Schwarz-Weiß hingegen, als wirklicher Kunstdruck, ich persönlich stehe auf solche strukturierten Papiere, finde ich auch richtig, richtig stark. Was kann man noch für eins hervorheben? Sie sind alle schön, trotzdem zum Beispiel, ich nehme es, ich weiß wieder noch nicht, was es ist, dieses Papier und auch jetzt ist es hier. Ich persönlich vermute, dass das beide diese Archival Inkjet Papiere sind, wo wir erinnern uns, nicht die XD-Profile hatten, sondern Drucker das Profil entscheiden haben lassen, denn mir fällt auf den ersten Blick auf, dass diese beiden, es müsste auch noch ein drittes geben, das könnte dann das sein, das weiß ich aber nicht, aber diese beiden kontrastärmer sind. Lassen wir das mal. Nein, nehme ich zurück, Photo Matte Fiber, Photo Red Pearl. Schau, ich wurde auch überrascht. Also, Photo Matte Fiber, Photo Red Pearl sind im Vergleich definitiv kontrastärmer, also weniger Kontrast. Ich habe euch am Anfang gesagt, ich habe bei den Bildern schon, bei den Files, Kontraste in der Papiersorte leicht angepasst. Das waren aber wirklich immer nur minimale Anpassungen. Und man sieht dann durchaus, dass die Kontraste vor allem im Schwarz-Weiß stark variieren. Aber wie gesagt, Matte Fiber, Photo Red Pearl haben wir gesagt, ja, definitiv weniger kontrastreich. Immer noch sehr schön, aber definitiv weniger Kontrast.
zeige euch jetzt mal hier, mal schön, ob ihr das seht, mit. Dieses hier ist sehr kontrastreich, dieses hier ist Photo Red, das ist spannend, Photo Red Pearl, Photo Red, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber definitiv Kontrastunterschied. Ich weiß, ich wiederhole mich, ich betone es nochmal, das sind immer subjektive Wahrnehmungen. Manchen gefällt vielleicht genau dieses Papier, also ich sage euch nur meine Meinung. Schärfe, Detailgrad, überall top. Wenn ich jetzt so auf den ersten Blick für mich eine Favorite-Variante wählen müsste, schwierig, schwierig, schwierig. Mir gefällt im Schwarz-Weiß Kontrast und wärmerer Farbton sehr gut bzw. besser. Das Albrecht Dürer ist definitiv ein Highlight für mich und hier, wenn ich richtig sehe, finde ich auch richtig, richtig stark. Photorec, 308 Gramm. Dann war das andere Photorec mit, glaube ich, 188 Gramm. Richtig. Photorec, richtig, richtig schön. Gehen wir einmal wirklich alle durch, was mir auffällt. Glossy haben wir schon gesagt. Schöner Kontrast, wirklich die eins der Papiere mit den tiefsten Schwarzwerten, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind, aber fällt auf. Glossy, es spiegelt sehr. Keine Frage. Aber wer Glossy Papiere mag, kann das Hahnemühle Glossy definitiv ruhigen Gewissens verwenden. Hahnemühle Photorec 188 Gramm. Man merkt im Vergleich zum anderen Hahnemühle, dieses hier, wenn ich mich nicht irre, hab ein bisschen was von Memory, ja, definitiv, man merkt den Stärkeunterschied, definitiv. Ich persönlich bevorzuge schwere Papiere, aber natürlich kann man auch sagen, wenn das in einem Passepartout, in einem Rahmen ist, was macht das für einen Unterschied? Grundsätzlich würde ich jetzt hier von der Printqualität nicht sonderlich viele Unterschiede feststellen, es geht hier wirklich um die Papierstärke. Aber Hahnemühle Photorec, wunderschönes Papier, das kann ich definitiv jedem empfehlen. Photorec Pearl, wie wir schon gesagt haben, kontrastärmer, um einiges kontrastärmer. Das merkt man auch in den Farben. Die Farben sind sehr schön und kräftig, aber einfach Kontrast fehlt mir persönlich etwas. Kann natürlich beim nächsten Print in Photoshop etc. angleichen, aber so fällt es mir auf jeden Fall mal auf. Für das Schwarz-Weiße muss ich aber sagen, wenn ihr ein Schwarz-Weiß-Motiv habt, das nicht von starken Kontrasten lebt oder diese halt sehr begünstigt, glaube ich, dass auch mit diesem Papier ein wunderschöner, feiner Charakter gezeichnet werden kann. Also auch wirklich, wirklich schön. Archival Inkjet Smooth Fine Art. Ich muss sagen, dafür, dass wir hier nicht die exakten XT-Profile verwendet haben, ich gebe es ehrlich zu, es hat sehr gut funktioniert. Ich werde immer noch weiter predigen, verwendet die korrekten XT-Profile, aber nein. Sehr schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, das heißt ja, das ist sozusagen das Low-Budget-Papier von Hahnemühle. Ich weiß jetzt nicht, was das genau preislich bedeutet, aber auch wirklich sehr schön. Photomat Fiber. Ist für mich jetzt eins der langweiligsten Papiere. Es ist matt, keine Frage, aber wir haben hier sehr viele Papiere in matt Richtung mit mehr Struktur und ich finde, wenn man matt geht, das ist wieder meine persönliche Meinung, wenn matt, dann wirklich mit Papierstruktur viel mehr, finde ich jetzt nicht so spektakulär. Schwarz-Weiß ist etwas wärmer in der Farbe, das ist sehr schön, aber generell die anderen haben für mich etwas mehr. Bamboo auch ein sehr spannendes Modell, wollte ich schon sagen, für sehr spannendes Papier. Aus der, ich glaube, Nature Line von Hahnemühle. Wunderschöne Struktur, wunderschönes Gewicht.
sehr, sehr starker Kontrast. Auch, also ich glaube, ihr merkt es schon, es ist hier kein Papier dabei, das ich wegwerfen würde. Photorec 308 hatten wir vorher schon. Photorec sage ich nicht mehr viel dazu, ich mag Photorec. Leinen, hatte ich ja vorher schon kurz erwähnt, ist definitiv ein sehr spezielles Papier. Ich mag Leinenprints, wenn sie da aufgezogen sind auf Holzrahmen. Ansonsten jetzt für Rahmen etc. denke ich nicht, dass ich es verwenden würde. Dafür ist mir dann diese Leinenstruktur zu stark und wie gesagt, das Bild ist immer noch scharf, aber subjektiv verliert man durch diese Struktur im Vergleich zu den anderen am meisten an ganz feinen Details. Man merkt es in der Skyline einfach, die Balkone, Fenster etc. Es ist halt einfach sehr stark strukturiert. Inkjet Glossy Fine Art. Hier wiederum, bei diesem Budgetpapier, Archibald Fine Art, das habe ich gelobt. Hier muss ich sagen, ist mir persönlich das Schwarz-Weiß zu kühl. Ich will nicht sagen blaustichig, aber im Vergleich wirkt es für mich viel kälter. Und das gefällt mir persönlich nicht so. Würde ich jetzt nicht unbedingt wieder wählen. Albrecht Dürer. Sehr, sehr stark strukturiert, wie schon erwähnt. Ist definitiv kein Papier für jeden Print. Aber mir gefällt es. Würde ich wirklich auch empfehlen für Feinart-Printe, für künstlerische Printe, was auch immer das genau bedeuten soll. Aber mir gefällt es vor allem schwarz-weiß. Im Farbfoto, im Himmelbereich etc. wird mit der etwas, er wird nicht grau, aber es wirkt durch die Struktur etwas. Passt für mich nicht ganz so an schwarz-weiß. Sehr, sehr geil. Gleich sehen wir durch. Archibald Inkjet Textured Fine Art. Spannend im Vergleich zu dem anderen haben wir hier wieder den wärmeren Farbton, also im Schwarz-Weiß vor allem. Natürlich sind auch die Farbfotos dann dementsprechend wärmer, kühler. Hier fällt es nur mir persönlich bei weitem nicht so auf, wobei man es hier schon merkt. Aber auch wieder, Hannemühle macht schöne Papiere. Preis-Leistung muss jeder für sich selbst entscheiden, aber wirklich, wirklich schöne Sachen. Das Foto Luster. Ich bin ein Luster-Fan, habe ja auch, wer meine Videos kennt von Canon, das Lusterpapier sehr viel im Einsatz. Würde aber sagen, im Hannemühle-Vergleich ist es für mich eines der schwächeren. Das ist viel Bauchgefühl und einfach auch eines der kühleren. Viel Blabla, keine Ahnung, ob es etwas gebracht hat. Wenn ihr konkrete Fragen habt, fragt mich. Wie gesagt, für Schwarz-Weiß finde ich das Albrecht Dürer wirklich genial und das Photorec, ich weiß nicht, anlüge, jawohl, Photorec, sehr, sehr, sehr empfehlenswerte Papiere. Farbfoto müssen wir noch einen Favorite suchen. Mir persönlich spannenderweise fallen in Farbfotos oder in diesem Farbfoto die Unterschiede weniger auf, weil man einfach die Papierfarbe, also warm, kalt, nicht so massiv unterscheiden kann. Man mag mich hier kleinlich nennen, aber im Schwarz-Weiß-Bereich bin ich hier sehr haglich. Da haben schon einige Printfirmen zu spüren bekommen von mir. Ja, ich würde Farbe auch sagen, Photorec, richtig schön. In Farbe mag ich sogar diesen etwas weniger gesättigten Touch. Auch sehr schön, was warst du? Photorec, also auch Photorec. Ich würde fast sagen, im Farbbereich nehme ich auch das Photorec. Mein Fazit für Standardpapiere, wenn man so nennen will, glaube ich, das Hannemühle Photorec ist ein Hammerpapier werde ich mir definitiv zulegen, auch in größeren Formaten finde ich wunderschön. Für wirklich spezielle Anlässe zum Printen ist das Albrecht Dürer ein Eyecatcher, wie er wirklich strukturierte Papiere mag. Das sage ich immer dazu, es gibt Leute, die mögen das nicht, wer das mag. Richtig, richtig, richtig schön. Leinen haben wir besprochen, ist ein Sondertyp.
Glossy, es gefällt mir, aber ich bleibe lieber bei etwas strukturierten Papieren. Ich mag es nicht zu matt, ich mag es nicht glossy, the guy in the middle sozusagen. Ja, ihr merkt, es ist schwer hier das so zu vergleichen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie rüberkommt im Video. Photorag ist mein To-Go, wenn ich diese mir ansehe. Photorag 308 Gramm, ich mag das schwerere. Aber bitte, das bedeutet nicht, dass die anderen schlechter sind. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, bitte zögert nicht in die Kommentare. Ich beantworte das sehr gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, als kleine Belohnung würde ich mich sehr über den Daumen freuen. Noch mehr über Abonnieren da unten. Aber in erster Linie bin ich froh, wenn ihr euch das anseht. Kommentiert mir, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Und wir sehen uns definitiv noch in weiteren Videos. Alles ums Thema Drucken. Schönen Abend noch. Ciao.